Hallo, liebe Kinder. Wir heißen euch hier heute ganz herzlich willkommen zur Kinderuni, zum ersten Mal in diesem Jahr. Und wir sind ein bisschen aufgeregt, heute hier zu sein. Das ist nämlich Maren, ich bin Tana und wir sind auch ganz neu im Team. Und das ist unser erstes Mal, dass wir hier heute moderieren dürfen. Wir freuen uns, hier endlich wieder vor Ort sein zu können, nachdem wir jetzt hier so eine lange Corona-Pause hatten. Genau, und weil das heute so ein besonderer Anlass ist, haben wir auch einen ganz besonderen Gast heute hier, und zwar den Rektor unserer Universität, Herrn Professor Scharek. Wie ist das mit dem Recht, Fernsehen zu gucken, wann immer man will? Cool? Darfst du das? Nein? Also das Recht ist beschnitten. Und über diese Kinderrechte wird jetzt Professor Brachmann mit euch sprechen. Ich hoffe, ich habe ihm nicht zu viel vorweggenommen. Aber es ist ein schwieriges Thema und ihr werdet sicherlich mit eurem Wissen ihn unterstützen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Vorlesung und euren Eltern und Großeltern viel Spaß, und das Semester ist eröffnet. Ich will euch noch ein bisschen was von der Universität erzählen. Wenn ihr was besonders gut findet, weil er das besonders gut macht, der Professor Brachmann, was macht ihr dann? Oh, ihr seid ja schon erfahrene Studentinnen und Studenten. Also, ich kann euch nichts mehr erklären. In diesem Sinne, alles Gute, viel Spaß. Jetzt ist ja meine Aufregung noch viel, viel mehr gestiegen. Aber bevor ich jetzt was zum Thema sage, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Also erstens bei diesem gesamten Team von der Kinderuni, dass die das möglich gemacht haben, dass wir uns heute hier alle in Präsenz begegnen können. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Und wir sind tatsächlich, wie Professor Scharek auch schon gesagt hat, die allererste Gruppe, die sich hier im Hörsaal trifft und gemeinsam über Sachen nachdenkt. Also vielen herzlichen Dank an das gesamte Team und vor allem Frau Loseris für die Einladung. Für mich ist das was ganz Besonderes, und wenn ich sage, ich bin aufgeregt, dann stimmt das wirklich. Es ist nämlich meine allererste Kinderuni. Die meisten von euch, die sind bestimmt schon mal hier gewesen und wissen, wie das läuft. Also insofern, wenn ich irgendwas falsch mache, dann meldet ihr euch einfach und sagt, nee, das geht ja so und so und so. Und das Zweite, ich bin tatsächlich seit dem 31. Januar 2020 nicht mehr in einem Hörsaal gewesen, um dort eine Vorlesung zu halten. Ihr seid bestimmt alle ganz gut im Raten. Wie viele Tage werden das so ungefähr sein? Wer hat eine Idee? Seit dem 31. Januar 2020. Und wie viele Tage können das sein? Ungefähr? Ja? 450 ist schon ziemlich gut. Ihr dürft noch mal raten. 500 ist schon ein bisschen mehr als 450. Du hast auch noch eins. 550, es sind ganz genau, auf den Tag genau, ich habe mal gezählt, 600 Tage. 600 Tage. Also ich weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, wie eine Vorlesung geht. Insofern müsst ihr mir dann an der einen oder anderen Stelle bestimmt mal helfen. Wir fangen jetzt aber mal mit der Präsentation an. Da frage ich mal das Team, ob die meine Präsentation reinschalten können. Jetzt sind wir auf der Seite und die ist jetzt schon viel zu weit. Da muss ich mal zurückgehen. Genau, da sind wir. Ihr wollt jetzt natürlich erst mal wissen, mit wem ihr es zu tun habt. Mein Name ist also Jens Brachmann und wie Herr Scharek gesagt hat, ich lehre hier an dieser Universität als Professor. Ich lehre meistens da drüben im Hörsaal 1, das ist also auf der anderen Seite, in dem anderen Hörsaalgebäude. Und dann habe ich viele Studierende, da ist der Hörsaal dann auch immer meist voll. Und die meisten von denen, die wollen später mal Lehrer werden. Ja, also ich wette, einige von euren Lehrern, wenn ihr so ganz junge habt, die jetzt gerade so aus dem Referendariat gekommen sind, dann könnt ihr mal fragen, ob die vielleicht bei mir in der Vorlesung gesessen haben. Und was ich dort lehre, das ist
Pädagogik und Bildungsgeschichte. Der Lehrstuhl hat eine bisschen kompliziertere Bezeichnung, das hat Herr Scharek schon gesagt, das heißt eigentlich allgemeine Pädagogik und historische Wissenschaftsforschung, aber es geht um Pädagogik und um Bildungsgeschichte. Und was ein Bildungshistoriker macht, das möchte ich euch zunächst erstmal vorstellen, bevor wir dann auf das eigentliche Thema der Kinderrechte kommen. Was also könnte ein Bildungshistoriker machen? Jetzt seht ihr, jetzt ist ein Emoji da und immer wenn dieses Emoji kommt, dann werden wir uns irgendwelche Fragen stellen. Ich hätte gern irgendwie ein anderes Emoji gesucht, also eins, das sich am Kopf kratzt oder so, aber das gibt's nicht. Dann habe ich also das genommen, das ihr auch kennt. Die Kollegen, die ihr bereits schon kennengelernt habt, aus der Chemie, aus der Biologie, die haben das viel, viel einfacher, hier Sachen vorzustellen, was die machen. Ne, ihr wart bestimmt mal hier, ich erinnere mich, als Herr Kragel da war, der hat euch irgendwas über Klebstoffe erzählt oder irgendwelche Chemiker, die haben dann hier vorne was aufgebaut und hat es geknallt und geblitzt. Oder die Biologen, die können irgendwelche Tiere oder Tierpräparate mitbringen. Oder Herr Scharek, der ja eigentlich Mediziner ist, der ist Gefäßchirurg und Transplantationschirurg, der kann hier vorne ein Modell von einer Niere hinstellen oder einer Leber und kann daran zeigen, was da ein Arzt so macht und wie er operiert. Das kann ich natürlich nicht, denn ein Bildungshistoriker, also jemand, der sich mit Geschichte von Erziehung, Bildung, Schule, Kindheit beschäftigt, der liest meistens alte Bücher. Ich glaube, das ist für euch total langweilig, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und lese und ihr guckt mir beim Lesen zu. Das ist eine Dreiviertelstunde, glaube ich, also das ist irgendwie, naja, da geht ihr raus ans Buffet und holt euch irgendwie noch einen Keks oder noch was anderes. Aber natürlich will ich euch ein bisschen was zeigen, was man tatsächlich als Bildungshistoriker, wenn man so alte Bücher liest, was man da auch so entdecken kann. Also ein paar ganz alte habe ich hier mitgebracht. Hier zum Beispiel. Das hier ist etwa das allerälteste Lexikon, das es überhaupt über Pädagogik und über Erziehung gibt. Weiß jemand, was ein Lexikon ist? Ja? Ja? Genau. Noch andere Ergänzung? Was ist das? Also das gibt es ja auch in anderen Büchern. Ich kann ja auch in anderen Büchern nachschlagen, was da so drinsteht. Was ist das Besondere an dem Lexikon? Hm? Ja? Ein Nachschlagewerk? Wie finde ich denn das, was ich raussuchen will? Hm? Okay. Okay. Okay, wer von euch kennt denn Wikipedia? Was macht ihr bei Wikipedia, wenn ihr irgendwie was sucht? Hm? Genau, dann gebt ihr den Begriff ein. Und so ist ein Lexikon, weil Wikipedia ist eigentlich nichts anderes, nur dass es halt nicht gedruckt ist. Wikipedia funktioniert ganz genauso. Da gibt es einen Begriff und dann steht unter dem Begriff, was alles zu diesem Begriffsfeld, also zu dem Thema, entsprechend an Wissen verfügbar ist. Bei Erziehungsfragen aus dem 18. Jahrhundert, das ist tatsächlich von 1774, das ist also 250 Jahre alt. Diejenigen, die mathematisch besser begabt sind als ich, die haben jetzt gemerkt, dass es nicht genau 250 Jahre sind. Ihr könnt ja mal nachrechnen. Also ich will jetzt hier nicht mit meiner mathematischen Minderbegabung glänzen, also sind nicht ganz genau 250 Jahre. Die können also hier nachgucken, wenn sie ein Problem haben mit Erziehung oder mit Kindern oder was auch immer oder mit der Schule, was da so drin steht. Also ich habe mal einen dieser Begriffe, ein solches, die Wissenschaftler sagen, ein Lemma, nachgeschaut. Da steht hier zum Beispiel Route. Hättet ihr sofort gedacht, ja klar, das gehört zur Erziehung, ne? Da steht hier zum Beispiel, es ist zur Bestrafung junger Kinder schon in den ältesten Zeiten die Rute das allerschicklichste Instrument gewesen. Und es ist noch immer in der Hand vernünftiger Erzieher das beste Strafmittel. Denn es erweckt dem unartigen Kinde sinnlich schmerzende Empfindungen. Und züchtigenden Eltern und Lehrern stehen nicht in Gefahr, dem zarten Körper des Kindes Schaden zu tun. Sage ich jetzt nichts dazu. Aber ihr merkt, also irgendwie hatten die da vor 250 Jahren eine andere Vorstellung von Erziehung, oder?
wir können noch weiter zurückgehen in der Zeit. Also ich habe mal, weil es sind noch ein paar andere Bücher da, also hier ist zum Beispiel auch ein Lexikon, ein dickes, das besteht aus 12 Bänden. Ich habe mal nur ein Band mitgebracht, damit ich euch mal wenigstens ein bisschen was zeigen kann. Oder hier von einem ganz berühmten Schulmann, der auch vor 250 Jahren gelebt hat. Der hat zum Beispiel erfunden, dass die Lehrer, bevor die in die Schule kommen als Lehrer, erst das mal ein bisschen üben können. Also das, was ihr jetzt alle als Referendariat kennt. Ihr habt ja bestimmt irgendwo in der Schule auch Referendare, ne? So, die das Lehren erst lernen wollen. Ne? Der hat das zum Beispiel erfunden, ein Herr Gedeke. Aber wir gehen mal noch weiter zurück. Ich will euch mal ein paar zeigen. Ich hätte natürlich ganz gern die Bücher einfach mal auch durchgehen lassen, aber so ist das mit der Pandemie, das geht nicht. Wir können jetzt nicht alle die gleichen Bücher anfassen und deswegen haben wir gedacht, wir machen das jetzt einfach mal hier so. Hier habe ich zum Beispiel eins, das ist sogar schon 500 Jahre alt. An die Ratherren, wartet mal, ich glaube, das muss auch funktionieren, dass ich euch das, ja, ich kann das zeigen hier. An die Ratherren aller Städte deutschen Lands, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen. Von Martinus Luther. Habt ihr schon mal von Luther gehört? Ja? Natürlich. Okay. Könnt ihr mir was sagen über Luther? Ja? Martin Luther, genau. Was hat er so gemacht? Wofür ist der berühmt? Genau. Genau. Der hat 95 Thesen an die Tür der Kirche, der Schlosskirche von Wittenberg genagelt. Und danach ging das los mit der Reformation, dass die Leute, die ihren Glauben ganz neu gedacht haben, dass die Bibel ganz anders gelesen haben und dass die protestantische Kirche entstanden ist. Aber die Reformatoren, die hatten auch ein Problem, denn bis zu dem Zeitpunkt, bis in die 1520er Jahre, waren die einzigen, die Schule gemacht haben, die Kirchenmänner. Und wenn man die Kirchenmänner alle zum Teufel jagt, dann gibt es auch keine Schule mehr. Und auf einmal haben die Reformatoren, also Luther und Melanchthon und seine Mitstreiter gemerkt, wir müssen uns echt Gedanken machen, dass wir irgendwie Schule neu aufbauen. Und da sind die einfach zu den Ratsherren gegangen, also zu den städtischen Entscheidern, den Bürgermeistern und den Räten und haben gesagt, ihr müsst das jetzt machen, ihr müsst jetzt Schule verantworten. Und da hat er auch eine Schrift dazu geschrieben, nämlich dieses von 1524, ihr seht das, das ist in lateinischen, in römischen Buchstaben. M steht für das Jahrtausend, Mille oder Millennium. Das D steht für die Hälfte, das D steht für die Hälfte, also 500. Und das X steht für die 10, das ist zweimal X und dann kommen noch vier so eine Striche, also 1524. Und dass das eine Schrift ist, die sich um Schule dreht, das könnt ihr an dem Titel sehen. Das ist ein sogenannter Holzschnitt. Was könnt ihr denn da drauf sehen? Guckt euch das mal an. Wir gucken jetzt mal in die andere Reihe, dass die auch mal drankommen. Was könnt ihr sehen, wenn ihr euch das Bild anschaut? Eine Kirche könnte das sein. Also zumindest ein ganz großer Raum. Ja? Der hat diese Schrift für die Ratsherren geschrieben. Das ist eigentlich so ein großer Raum in einem Rathaus. So ähnlich wie so ein Hörsaal. Was könnt ihr noch sehen? Beschreibt einfach mal das Bild. Ja? Ja? So eine Art Kirche, ja? Und was ist denn da drauf? Also ich sehe da Menschen. Siehst du auch welche? Okay. Genau. Und wenn ihr euch die Menschen genau anschaut, könnt ihr da Unterschiede entdecken. Ja? Das ist genau wie bei euch in der Schule, oder? Nee? Aha, tatsächlich. Ne? Also oben sitzen die Jungs und dann durch eine Wand abgegrenzt, sodass man gar nicht rüber gucken kann, sitzen unten die Mädchen. Das stimmt, das unterscheidet sich zum Beispiel also von der Art und Weise, wie ihr Schule macht. Interessant auch, die Jungs werden von einem Lehrer unterrichtet und die Mädchen werden von einer Lehrerin, einer sogenannten Lehrfrau, unterrichtet. Okay, wenn ihr euch das jetzt so anschaut, wie die ja unterrichten, ist es wie bei euch?
Oder ist bei euch was anders? Hm? Richtig, mit Tintenfässern, mit Federn, die sitzen alle in der Reihe, die lesen vor. Das ist bei euch, glaube ich, alles ein bisschen anders. Ihr stellt die Stühle immer mal anders, ihr macht das auch so ganz lebendig, also ihr lauft auch mal durch den Raum, ihr habt ganz andere Lehrmittel. Also offensichtlich haben die vor 500 Jahren, wenn sie denn überhaupt Schule gemacht haben, Schule ganz anders gemacht. Und dass das nicht so selbstverständlich ist, dass Schule gemacht wird, das könnt ihr zum Beispiel auf dem Blatt daneben lesen. Das ist nämlich eine Schulordnung von 1619 aus Weimar. Weimar ist eine kleine Stadt in Thüringen, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Da haben Goethe und Schiller gelebt und viele andere. Das ist nämlich die allererste Schulordnung, wo etwas drinsteht, was für euch heute selbstverständlich ist. Ich lese euch mal den Satz vor, vielleicht können wir gemeinsam erarbeiten oder erschließen, was das bedeutet. Ihr seht dann hier oben, jetzt sehe ich es. Der erste Buchstabe, das ist ein E, so ein ganz großes, und da steht, es sollen so viel wie möglich alle Kinder, Knaben und Mägdlein mit allem Ernst und Fleiß zur Schule gehalten werden, damit sie zum wenigsten nebenst dem heiligen Katechismo, christlichen Gesängen und Gebeten recht lernen, lesen und etwas schreiben. Das klingt jetzt ein bisschen wie von früher und kompliziert, aber was bedeutet das wohl? Es sollen alle Kindlein, Mägdlein und Buben zur Schule gehen, ja? Genau, und das ist nicht so ganz selbstverständlich, denn früher durften die Kinder gar nicht in die Schule. Die mussten aufs Feld, die mussten mit arbeiten gehen und so weiter. Und da hat sich dieser Herr Krohmeier hieß der, das war der oberste Pfarrer in Weimar, der hat sich gesagt, nö, also wir wollen, dass alle Kinder in die Schule gehen. Also Schulpflicht, dass Schulpflicht auch ein Schulrecht ist, werden wir gleich noch erfahren. Jedenfalls, wir merken, also es macht schon irgendwie Sinn, diese alten Bücher zu lesen. Dann merken wir, dass wir heute nämlich irgendwie ganz, ganz, ganz anders in die Schule gehen und dass wir ganz anders auch zwischen Eltern und Kindern oder Großeltern und Kindern miteinander etwas tun und in Aktivitäten gehen. Hier habe ich euch mal noch was mitgebracht. Das habe ich auch in einem Nachdruck, habe ich das mal auch noch mitgebracht. Der sogenannte Orbis Sensualium Pictus, die ganze Welt in Bildern, das ist im Grunde das allererste richtige Lehrbuch. Das war ein Lehrbuch vor 400 Jahren. Das ist also aus dem 17. Jahrhundert. Und da ist in 150 Kapiteln, auf 150 Doppelseiten, wird die ganze Welt vorgestellt. Und die wird nicht einfach so vorgestellt, sondern die wird, wie ihr es sehen könnt, mit einem Bild vorgestellt. Hier ist es jetzt das Thema Kinderspiele, das ist ein ganz spätes Kapitel, das seht ihr hier, das Thema Kinderspiele. Dann wird das auf Lateinisch beschrieben und dann wird das auf Deutsch beschrieben. Das ist eine ziemlich komplizierte Schrift, diese alte Schrift. Wollen wir mal versuchen, die zu lesen, was da drauf steht? Und dann könnt ihr mal nachvollziehen und überlegen, ob das Spiele sind, die ihr alle so kennt. Da steht dann zum Beispiel, die Knaben pflegen zu spielen, etwas mit Schnellkeulchen oder schiebend die Kugel nach den Kegeln. Sind da irgendwelche Wörter dabei, die ihr nicht kennt? Ja? Ja? Ich glaube, das habt ihr schon wieder vergessen, weil das so kompliziert war. Schnellkeulchen, was könnte das denn sein? Man kann es sehen, wenn man auf das Bild schaut. Ihr seht, dass jeweils hinter dem Beschriebenen sind immer so kleine Ziffern. Also hier zum Beispiel die Knaben, die mit den Schnellkeulchen spielen, da ist eine 1 und die 1 ist hier. Was könnte der machen? Das ist ein bisschen undeutlich, aber was könnte der Junge machen? Der kniet da, was macht der wohl? Ja? Ja, früher haben die mit noch, da könnt ihr eure Großeltern oder vielleicht Urgroßeltern mal fragen, denn die haben das immer gemacht, die haben immer mit Murmeln gespielt. Wisst ihr, was Murmeln sind?
Ja? Ja? Wer weiß, was Murmeln sind? Ja? Was ist das? Genau, früher waren die noch nicht aus Glas, früher waren die aus Stein oder aus Marmor, aus poliertem Kalkstein. Und da hat man dann immer so geworfen, hat versucht, andere Murmeln zu verdrängen. Und also ich will das gar nicht so vertiefen und jetzt hier jedes einzelne Spiel vorstellen, aber ich will euch zeigen, also es macht schon Sinn, sich diese alten Bücher anzugucken. Da entdeckt man auf einmal Sachen, die man heute entweder gar nicht mehr kennt oder wo man sich erklären kann, aha, so wie wir das heute machen, das hat seine Wurzeln genau in dieser Zeit oder hat sich seitdem so entwickelt. Genau das, liebe Studierende, Studentinnen und Studenten, größere und kleinere der Kinderuniversität Rostock, genau das macht ein Bildungshistoriker. Der liest diese alten Bücher und dann stellt er sich Fragen. Zum Beispiel, warum erziehen Menscheneltern ihre Kinder überhaupt? Findet ihr den Begriff Menscheneltern seltsam? Gibt es auch andere Eltern? Was wir bei den Tieren auf jeden Fall haben, ist, dass wir Ältere und Jüngere haben. Also eine ältere Generation, die kriegt Kinder, dann gibt es eine jüngere Generation. Da können wir uns schon die Frage stellen, ist das denn bei den Tieren ganz genauso wie bei uns? Oder wurden Menschenkinder schon immer erzogen? Oder was sind denn Kinder überhaupt? Gibt es denn Kindheit schon immer? Und wie ist das etwa mit Schule, mit Familie? Wie beeinflussen die Kindheit? Das sind so Fragen, die sich Bildungshistoriker stellen. Und wir wollen zumindest zwei der Begriffe, die für unsere heutige Vorlesung interessant sind, nämlich erstens Kind und Kindheit und zweitens Recht und Rechte, noch ein wenig genauer anschauen. Denn wir wollen ja eigentlich was über Kinderrechte rauskriegen. Ihr wollt ja nicht zugucken, wie ich alte Bücher lese. Also, was sind Kinder eigentlich? Was ist Kindheit? Ja. Kinder sind junge Menschen, jawohl. Okay. Ja, wir tragen mal zusammen. Also Kinder sind junge Menschen. Also am besten ist es ja immer, wenn man sich das irgendwie vorstellt. Und wir können es ja mal so. Wer möchte denn mal nach vorn kommen? Kommst du mal nach vorn? Genau. Und dann kommt einfach die Tana mal zu uns. Und dann stellen wir euch beide mal nebeneinander. Da stellen wir euch mal nebeneinander und dann denken wir, dann gucken wir einfach mal genau hin. Seht ihr Unterschiede? Ja. Es gibt einen Größenunterschied, auf jeden Fall. Was gibt es noch? Ja? Jawohl, ein Größenunterschied. Wiederholung ist wichtig, muss man immer mal auch dazu sagen. Jawohl, was? Junge und Mädchen, okay. Was noch? Ja. Das haben wir jetzt nicht gehört. Tana, warst du schon im Stimmbruch? Nee. Was noch? Ein Altersunterschied, jawohl. Na, ein, was machen wir noch? Ja, die Haarfärbung, die Haarlänge, jawohl. Okay, vielen herzlichen Dank. Wie heißt du? Erik. Okay. Erik, vielen Dank. Tana, vielen herzlichen Dank. Also, wir fassen das einfach mal kurz zusammen. Also, Kindheit, so sagen das dann auch die Wissenschaftler, das könnt ihr dann auch im Lexikon nachlesen. Wir machen uns jetzt nicht die Mühe, in diesen ganzen alten Lexika nachzulesen. Da müssen wir nämlich wieder die ganze Zeit nur lachen und uns am Kopf kratzen und uns fragen, was die damals möglicherweise davon gedacht haben. Das ist der Zeitraum im Leben eines jungen Menschen von der Geburt bis zum Eintritt in das Jugend- und Erwachsenenalter. Also im Grunde alles, was vor dem Jugend- und Erwachsenenalter ist. Kinder sind aber auch, und das können wir uns auch noch mal vor Augen führen, wenn wir uns die beiden noch mal vorstellen,
Das sind junge Menschen, die besonders hinsichtlich ihres Wachstums, das haben wir gesehen, es gab die Größenunterschiede, ihre Entwicklungen und Fähigkeiten. Also, ich weiß nicht, was macht die Tana für einen Sport? Ja, was? Kraftsport. Erik, machst du Kraftsport? Oh, okay, gut, dann müssen wir jetzt noch einen Unterschied suchen. Also, Tana hatte ganz viel Zeit, wir sagen jetzt nicht, wie alt Tana ist, aber die hatte viel, viel mehr Jahre Zeit, Fußball spielen zu lernen. Also, in den Fähigkeiten und Fertigkeiten gibt es Unterschiede zwischen den Erwachsenen und den Kindern, auch hinsichtlich der Persönlichkeit. Also Tana zum Beispiel, die kann jetzt schon, also wenn sie jetzt ein Problem hat, dann geht sie raus und sagt da ihre Meinung. Zum Beispiel, wenn sie jetzt an der Kaufhauskasse irgendwie für irgendwas zu viel bezahlen muss und sagt, nö, ich habe also letzte Woche viel weniger dafür bezahlt, dann hat so ein erwachsener Mensch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, um zu sagen, so geht das nicht. Na? Und natürlich sind Kinder und Erwachsene auch hinsichtlich ihrer Selbstständigkeit anders zu sehen. Das merken wir uns mal, denn das wird uns nochmal interessieren, wenn wir uns dann das Thema Rechte anschauen. Junge Menschen, und auch das ist jetzt besonders, weil uns das für unser Thema Kinderrechte ein ganz wichtiges Anliegen ist, junge Menschen, Kinder sind besonders hinsichtlich des Bedarfs ihres Anrechts auf Fürsorge und auf Unterstützung. Also es ist ganz klar, also wenn ihr euch irgendwo ungerecht behandelt fühlt, dann fragt ihr eure Eltern und dann helfen die euch. Oder wenn ihr krank seid, dass eure Eltern dann nach Hause kommen und sich um euch kümmern, dass die euch immer Essen machen, dass die mit euch in den Urlaub fahren, dass die mit euch spielen. Also wenn ich jetzt zu einem Freund gehe und einfach zu dem sage, ey, ich will jetzt mal mit dir spielen, dann wird er vielleicht sagen, naja, also ich habe jetzt viele andere Sachen zu tun, aber ich muss jetzt nicht unbedingt mit dir spielen. Bei euren Eltern ist es anders, die sagen, oh ja, das ist wichtig für die Entwicklung meines Kindes und deswegen spiele ich jetzt mit meinem Kind. Also so oft ihr könnt, fragt eure Eltern, wann sie mit euch spielen können. Jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, dass es Kindheit nicht immer gegeben hat. Das klingt natürlich auch ein bisschen schräg, denn natürlich hat es Kinder schon immer gegeben. Aber dass Kinder Zeit bekommen haben im Verlauf ihrer Entwicklung, im Verlauf ihres Aufwachsens, dass sie aufwachsen konnten, dass sie unterstützt wurden, das gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange. Das gibt es erst so seit der Zeit dieser Bücher, die wir uns angeguckt haben, etwa von Martin Luther, der sogenannten frühen Neuzeit, also jener Zeit als das Mittelalter. Mittelalter sagt euch was, oder? Ja? Also das mit den Rittern und mit den Burgen und ja. Erst seit dieser Zeit, als das Mittelalter endete und das moderne Leben, so wie wir es heute kennen, begonnen hat. Das ist gar nicht so lang. Also jetzt werdet ihr sagen, naja, 500 Jahre, also Entschuldigung. Aber wenn wir überlegen, dass die Menschheitsgeschichte viele 10.000 Jahre alt ist, dass die Erdgeschichte viele Millionen Jahre alt ist, dann sind natürlich 500 Jahre, also wirklich nur ein Wimpernschlag. Also eigentlich, Kindheit ist eine ganz, ganz junge kulturelle Leistung und Errungenschaft. Und wenn ich jetzt hier sage, Kindheit wurde gewissermaßen erfunden, dann stimmt das, weil es sind insbesondere die Familie, wie wir sie heute kennen, und die Schule, wie wir sie kennen, die dafür verantwortlich sind, dass es überhaupt Kindheit, so wie wir sie kennen, gibt. Schule, hatten wir gesehen, gibt es tatsächlich erst in der Form seit 500, 600 Jahren. Und Familie, so wie wir sie kennen, nämlich als eine Kleinfamilie, in der Regel aus zwei Generationen, also Eltern und ein oder zwei oder drei oder vier Kindern, auch das gibt es erst seit dieser Zeit. Vorher haben die Menschen in Großfamilien gelebt, mit vielen Generationen, Urgroßeltern oder vielleicht manchmal sogar Ururgroßeltern. Die Leute haben ja auch nicht so spät Kinder bekommen. Ne? Da waren die 50, da waren die schon Urgroßeltern damals. Ist ja also echt eine lange Zeit. Insofern, Kindheit gibt es erst seit dieser kurzen Zeit. Das wollen wir uns mal auch in Gedanken mitnehmen, denn die Frage danach, ob Kinder denn überhaupt die gleichen Rechte beanspruchen dürfen wie erwachsene Menschen,
die hat auch damit zu tun. Denn das heißt natürlich auch, sind denn überhaupt Kinder Menschen wie alle Menschen? Sollen die deshalb Rechte haben wie alle Menschen? Dass das gar nicht so selbstverständlich ist, das hat Herr Scharek schon ganz am Anfang gesagt. Und das bringt uns natürlich auf die Frage, was ist das überhaupt, Recht und Rechte? Emoji wieder da, nachdenken. Wir denken wieder gemeinsam nach. Was seht ihr? Ein Mensch ärgert dich nicht spielen. Genau, Mensch ärgert dich nicht. So, jetzt stellt ihr euch mal vor, also ich hätte bisher auf dem Mond gelebt und irgend so eine Rakete hätte mich jetzt runtergeholt vom Mond auf die Erde. Ich bin heute den ersten Tag auf der Erde und sehe das Bild hier und denke, boah, das ist ja nur eine Verteilung von irgendwelchen bunten irgendwas. Könnt ihr mir erklären, wie Mensch ärgert dich nicht geht? Ja? Okay, ja, also was heißt Mann? Jeder oder? Aha, okay. Also jeder hat eine Farbe, der mitspielt. Aha, okay, ja. Genau, also bei einer 6 kann man entweder raus oder man darf nochmal würfeln und 6 Felder vorgehen. Okay. Was ist denn das ganz witzige, Mensch, ärgere dich nicht, Spiel? Dass man welche rausschmeißt. Wie macht man das? Setzt man sich da hin und sagt einfach, ach, puh, pust dich weg? Oder wie geht das mit dem Rausschmeißen? Ja? Genau. Wenn der jetzt zum Beispiel 5 Felder vor mir steht und ich würfle eine 6, dann kann ich den einfach rauswerfen, oder? Nee. Nee? Was muss ich würfeln? Dann muss ich eine 5 würfeln, genau. Okay, das Interessante ist nun, machen wir es mal anders. Also, wenn ich eine 5 würfel und du stehst vor mir, dann kann ich dich rauswerfen? Wenn ich 5 Felder vor dir stehe. Gut, wenn du. Und was ist, wenn zum Beispiel, was ist deine Lieblingsfarbe? Grün. Grün, okay. Herr Scharek, grün ist schon weg. Welche der 3 anderen Farben wählen Sie? Blau. Sie nehmen blau. Wenn Herr Scharek vor mir steht und ich würfle eine 5 und der 5 Felder vor mir steht, was passiert dann? Dann kann ich den Rektor rauswerfen. Ich kann also dich rauswerfen und ich kann den Rektor rauswerfen. Und das ist das Interessante an den Regeln. Dass nämlich Rechte sind Regeln und diese Regeln gelten für alle gleich. Egal, ob da Frau Loseris steht oder Herr Scharek oder Erik oder wer auch immer, diese Regeln gelten für alle. Und das ist wirklich total wichtig. Und das wollen wir uns auch noch mal genauer anschauen, wenn wir uns die Frage stellen, ist denn das in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, ist denn das bei uns wirklich so, dass für alle die gleichen Regeln gelten? Ist das für Kinder genauso wie für Erwachsene? Ist das für Universitätsrektoren genauso wie für diejenigen, die jetzt hier zum Beispiel studieren? Regeln sind also generelle Verhaltensregeln in einer Gemeinschaft. Die werden für alle gleich gewährt und werden von allen gleich gefordert. Diese Regeln, die entstehen auf unterschiedliche Weise. Entweder, weil man das schon immer so macht. Also ich gehe nicht durch die Gegend und reiß einfach irgendjemanden, der vor mir läuft und ein Stieleis in der Hand hat, das Eis aus der Hand und esse das, weil ich jetzt Appetit auf Eis habe. Wir wissen alle ganz genau, das weiß die Menschheit schon seit vielen tausend Jahren, das geht nicht, das ist wegnehmen, das ist verboten. Es gibt aber auch Regeln, die werden von einer Gemeinschaft, von einem Land festgelegt. In Deutschland wird das vom Bund
und von den Bundesländern festgelegt. Und das höchste deutsche Gesetz, das allerhöchste, das gibt es schon seit ziemlich langer Zeit, das ist das Grundgesetz. Und das Grundgesetz, das ist eine Sammlung von unterschiedlichen Gesetzen, die verbindlich sind für unser aller Zusammenleben. Jetzt werdet ihr euch die Frage stellen, wenn diese Regeln für alle gelten, dann muss ja auch was über Kinder drinstehen, oder? Tatsächlich sind es nur zwei Artikel, wo es um Kinder geht. Das ist nämlich der Artikel 6. Da geht es eigentlich um Familie und um die Ehe eurer Eltern. Aber naja, weil eine Familie nun mal auch Kinder hat, dann müssen die im Grundgesetz auch was über Kinder schreiben. Und da steht nämlich drin, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und ihre zuvörderst obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Und das Zweite, wo es nochmal um Kinder geht, das ist der Artikel 7. Da steht unter anderem drin, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Das ist interessant, weil da ist zum Beispiel das, was wir vorhin diskutiert haben, als wir uns diese alten Bücher angeguckt haben. Schule soll sein, stand da irgendwo. Alle, egal ob Mägdlein oder Buben, sollen zur Schule gehen und sollen dort das Lesen lernen und auch ein bisschen schreiben. Das ist im Grunde eine Weiterentwicklung. Schule soll sein. Aber wenn hier steht, es steht unter der Aufsicht des Staates, dann bedeutet das, dass nicht einfach alle so Schule veranstalten können. Jetzt können nicht einfach eure Eltern sagen, puh, den Herrn Müller, diesen blöden Lehrer von meiner Tochter, den mag ich gar nicht, ich unterrichte meine Tochter jetzt selbst. Das geht nicht. Zwar können sich Eltern zusammenschließen und können sagen, wir machen selbst eine Schule, aber das geht nur, wenn sie da die Unterstützung des Staates haben. Da muss also die jeweilige Aufsichtsbehörde, die höchste Aufsichtsbehörde für Schule bei uns hier im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, das ist das Kultusministerium, da muss die Kultusministerin sagen, ja, das überzeugt mich, so wie ihr Schule machen wollt, das ist erlaubt. Aber ihr müsst natürlich die Lehrpläne machen, wie wir die auch an den staatlichen Schulen haben. Das merken wir uns. Wir wissen jetzt so ein bisschen, was Kinder und Kindheit ist. Wir wissen jetzt so ein bisschen, was Recht und Rechte sind. Dann können wir uns die Frage stellen, wie ist das denn? Also wenn wir erst seit circa 500 Jahren überhaupt über Kindheit nachdenken, wie lange wird denn über Kinderrechte schon diskutiert? Das ist tatsächlich seit gar nicht allzu langer Zeit, seit ungefähr 250 Jahren. Also seit der Zeit, als die ganzen Bücher hier gedruckt worden sind. Einer, der sich darüber Gedanken gemacht hat, war ein Franzose, Jean-Jacques Rousseau. Das war ein total kluger Denker, der hat sich total viel Gedanken gemacht darum, wie Kindererziehung sein soll. Nur als Mensch und Vater war der nicht so doll. Der hat nämlich seine eigenen Kinder ins Heim gebracht. Der hat gesagt, die sind zu laut, die sind zu teuer, die hindern mich beim Arbeiten, die stören mich. Aber er hat ein bisschen was aufgeschrieben und hat sich auch ganz doll Gedanken über Kinderrechte gemacht. Unter anderem hat er gesagt, Kinder sind Menschen wie alle Menschen auch und Kinder haben ein Recht auf ihre Entwicklung. Eine andere war eine Schwedin, Ellen Key heißt die, die hat im vorletzten Jahrhundert, ins letzte Jahrhundert hineingelebt und die hat ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts 1901 ein Buch geschrieben, Das Jahrhundert des Kindes. Und da hat die sich auch schon Gedanken über Kinderrechte gemacht. Oder Alexander Sutherland Neill, das war ein Engländer, der hat gedacht, so wie Schule bisher gemacht wird, das funktioniert überhaupt nicht richtig. Schule immer nur dieses Pauken und das Auswendiglernen und so weiter. Ich will eine Schule gründen, wo die Kinder selbst entscheiden, was sie lernen. Oder Janusz Korczak, der hat sich als erster so Gedanken über Kinderrepubliken gemacht. Oder eine Dame, die wir ganz am Rande sehen, Allentine Japp, die ist ganz wichtig, weil die hat die Frage nach den Kinderrechten in einem ganz großen Plenum diskutiert, die hat das international diskutiert, die hat nämlich nach dem Ersten Weltkrieg, der 1918 endete, also vor über 100 Jahren, hat die sich insbesondere darum gekümmert, Organisationen zu gründen, die Kindern Lebensmittel zur Verfügung gestellt haben, die Kinder in der Gesundheitsfürsorge unterstützt haben
Und die dann aber gesagt hat, das können wir nicht einfach nur bezogen auf ein Land denken, sondern das müssen wir für die ganze Welt denken. Und da ist sie nämlich zum sogenannten Völkerbund gegangen. Das ist die Vorläuferorganisation von den Vereinten Nationen. Vereinte Nationen, schon mal gehört? Vereinte Nationen, United Nations, ja? Die Vereinten Nationen tatsächlich, das ist der Zusammenschluss aller Staaten, beziehungsweise der meisten. Also momentan sind 193 Staaten dort zusammengeschlossen, die es auf der Erde gibt. Ein paar, die machen nur so halb mit, also zum Beispiel der Vatikan, der darf dort, also der Kirchenstaat in Rom, da gibt es ja auch wenig Kinder, also wisst ihr ja. Aber die Vereinten Nationen, das ist der Zusammenschluss der gesamten Staatengemeinschaft. Und der Völkerbund, das ist die Vorläuferorganisation darum. Jetzt werdet ihr denken, oh, das sind ja alles so alte, die sind alles schon gestorben. Kümmert sich denn heute noch jemand um Kinderrechte? Kennt jemand von euch Malala? Ja? Was hast du denn über die gelesen? Genau, die kommt nämlich aus Pakistan, die ist in Pakistan geboren und wollte dann als kleines Mädchen, wollte wie ihre Brüder auch zur Schule gehen. Aber in Pakistan, in dem Gebiet, wo sie wohnte, herrschten die Taliban. Von denen habt ihr bestimmt auch schon gehört, denn die haben jetzt in Afghanistan ja wieder ganz viel Unheil angerichtet. Und die verweigern dort auch wieder den Mädchen den Schulbesuch. Und die Taliban haben also verhindert, dass Malala in die Schule gehen durfte. Und da hat die aber gesagt, das muss die ganze Welt erfahren. Und da hat die sowas wie ein Tagebuch geschrieben und das hat die im Internet veröffentlicht. Und das hat den Taliban natürlich gar nicht gepasst. Und da haben die reagiert, wie die immer so reagieren, diese wütenden Männer, die haben die einfach niedergeschossen. Malala hat glücklicherweise überlebt und hat sich danach umso mehr für Kinderrechte eingesetzt. Und 2014 hat sie dafür sogar den Friedensnobelpreis bekommen. Jetzt habe ich euch schon erzählt, dass die Kinderrechte schon ganz lange diskutiert werden, dass unter anderem diese Frau Jepp, die wir schon kennengelernt haben, das war die Frau auf dem Schwarz-Weiß-Foto ganz unten rechts, dass die sich tatsächlich für Kinderrechte eingesetzt hat und die hat erreicht, dass 1924 die sogenannte Genfer Erklärung des Völkerbundes verabschiedet wurde. Das ist das allererste Mal, dass dann tatsächlich die Rechte von Kindern von einer großen Staatengemeinschaft akzeptiert worden sind. Die Vereinten Nationen, die sind ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, also nach 1945, die haben diese Genfer Erklärung wieder aufgenommen und dann 1959 auch entsprechend beschlossen. Und das, was wir heute diskutieren wollen als die Kinderrechte, die Rechte, die euch allen zustehen, jeden Einzelnen und jeder Einzelnen von euch, das ist dann in der sogenannten UN, also United Nations Kinderrechtskonvention von 1989 verabschiedet worden. Wollen wir uns diese Rechte mal angucken? Also es sind insgesamt 54 Artikel, die lesen wir jetzt nicht alle durch, aber ich habe jetzt mal so 10 der wichtigsten rausgesucht. Zum Beispiel das Recht auf Gleichheit. Was könnte das bedeuten? Genau, egal ob Junge oder Mädchen, egal ob groß oder klein, egal ob rote Haare oder blonde, egal ob gefärbte oder abrasierte Haare, egal ob große Ohren oder kleine Ohren, egal ob man nun an einen christlichen Gott glaubt oder an einen anderen, alle Kinder haben die gleichen Rechte. Recht auf Gesundheit. Richtig, dass es Gesundheitsfürsorge gibt. Jawohl. Ja? Du willst das nächste schon sagen? Mit der Gesundheitsfürsorge will ich aber auch noch was sagen, weil das ist gar nicht so selbstverständlich, ne? Also dass es überall Ärzte gibt, vor allem Kinderärzte. Das betrifft nicht nur also viele, viele Staaten der Welt. Wir wissen auch, dass es zwar unheimlich viele Ärzte gibt, aber Kinderärzte gibt es selbst in Deutschland viel zu wenige.
Und auch, wie ihr wisst, gibt es gerade in Rostock eine große Diskussion über die Kinderklinik. Recht auf elterliche Fürsorge, dazu wolltest du was sagen? Jedes Kind hat Recht auf Eltern. Was bedeutet das wohl? Dass die Eltern immer nett zu den Kindern sind. Ja? Ja, ja. Da gehen wir auch nochmal drauf ein. Das kommt später nochmal. Schutz vor Gewalt. Was ist denn nun mit den Kindern, die jetzt irgendwie leider keine Eltern haben, die sich um sie kümmern? Dann haben sie ein Recht auf eine andere Unterkunft, dann müssen sich die Staaten darum kümmern. In Deutschland zum Beispiel das Jugendamt, dann gibt es Pflegefamilien, dann gibt es andere Möglichkeiten der Unterstützung. Oder eben auch bei Kindern, die aus einem großen Unglück heraus vielleicht ihre Eltern verloren haben und wo es jetzt möglicherweise niemand aus dem familiären Umfeld gibt, eine Tante oder ein Onkel, die da helfen können. Tatsächlich, also Recht auf Eltern, das klingt so ganz selbstverständlich, ist es aber nicht. Recht auf Spiel und Freizeit. Okay, also, dass ihr zu euren Eltern sagen könnt, hey, hey, Kinderrechte, also ich habe jetzt mal Recht auf Spiel und Freizeit. Gedacht ist das natürlich vor allem für die Kinder, denen das Recht auf Spiel und Freizeit verwehrt wird. Es gibt ganz, ganz viele Kinder auf dieser Welt, die haben keine Freizeit. Ich werde dann, wenn ich hier durch bin, noch ein paar Zahlen nennen. Es gibt ganz viele Kinder, die arbeiten müssen. Die haben gar keine Freizeit. Recht auf Bildung. Ja. Richtig, hatten wir ja schon gesehen. Also steht auch bei uns im Grundgesetz, dass eben tatsächlich Schule sein muss und dass sich der Staat darum kümmern muss, dass es auch Schulen gibt. Jedes Kind hat das Recht auf Bildung. Und zwar so, dass es sich richtig gut entwickeln kann. Und eigentlich, dass es total egal ist, was man für Eltern hat, dass es total egal ist, in welchem Stadtteil man wohnt. Da hat sogar Deutschland auch ein bisschen Nachholbedarf. Habt ihr schon mal was von PISA gehört? PISA? Ja, ist eine italienische Stadt. Richtig, aber es hat vor 20 Jahren hat's eine große Untersuchung gegeben. Ich glaube, ihr macht auch immer noch ein paar PISA-Tests, so alle 2 oder 3 Jahre mal. Da wird nämlich der Leistungsstand von Schülern untersucht. Also wie gut können die lesen, wie gut können die Mathematik machen, wie gut können die rechnen. Und dann kommen dann Wissenschaftler und werten das aus. Und dann stellen die zum Beispiel für Deutschland fest, in Deutschland ist es nicht so, dass jedes Kind die gleichen Bedingungen hat. Kinder zum Beispiel, die jetzt in Vierteln wohnen, wo die Eltern häufig arbeitslos sind oder wo dann tatsächlich auch nicht so viele Bildungsmöglichkeiten sind, die Kinder haben viel schlechtere Chancen. Diese Kinder haben schlechtere Chancen, zum Beispiel weiterführende Schulen zu besuchen. Und Deutschland ist das Industrieland, in dem die Bildungschancen am ungerechtesten verteilt sind. Das merken wir häufig nicht und das bedenken wir gar nicht, weil wir denken, wir sind ja so ein reiches Land, bei uns ist alles gut organisiert. Nee, tatsächlich. Also Deutschland hat da Nachholbedarf. Recht auf Meinungsfreiheit und Mitgestaltung. Also wenn ihr gestattet, überspringe ich das mal, weil das nehme ich am Ende nochmal auf. Okay? Aber ich habe mir gemerkt, dass du dich gemeldet hast. Recht auf Privatsphäre. Da hat Herr Scharek vorhin schon gefragt, gibt es denn irgendwas, was ein Geheimnis für euch ist oder was ihr habt, was ihr nicht ganz so vorzeigen könnt, ja? Ihr müsst nicht immer alles zeigen. Ihr dürft Geheimnisse haben. Ihr dürft auch Geheimnisse vor euren Eltern haben. Ihr dürft auch Sachen in eurem Zimmer einfach mal wegschließen und könnt sagen, das ist mein Schreibtischfach, da geht niemand dran. Oder das ist mein Mobiltelefon, da will ich nicht, dass jemand reinguckt. Ich habe ein Recht zum Beispiel auf mein eigenes Bild. Also es gibt Privatsphäre. Schutz vor Gewalt, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und 250 Jahre ist das her, da steht dann, naja, kann nicht schaden, immer mal die Rute rauszuholen. Nicht so doll schlagen, aber ein bisschen kann schon sein. Nee, 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 nee.
Wisst ihr, wann in Deutschland das abgeschafft wurde, das nicht mehr geschlagen werden darf? Ratet mal. Ja? Hast du dich gemeldet? 1970. Du bist ganz schön nah dran, tatsächlich. Also da muss man jetzt bedenken, also zwischen der ehemaligen DDR und der alten Bundesrepublik. In der ehemaligen DDR war das von Anfang an verboten. Aber in der ehemaligen Bundesrepublik ist das erst 1983 abgeschafft worden. Also da haben eure Eltern alle schon gelebt. Da waren die schon erwachsen. Fast. Ja gut, ja, ein bisschen. Ja. Recht auf Schutz vor Krieg und besondere Fürsorge bei Flucht. Klingt ein bisschen kompliziert. Klar, Kinder sind die, die im Kriegsfall und bei Naturkatastrophen am meisten leiden. Kinder sind die, hatten wir ja am Anfang gesehen, das sind eigentlich die, die den meisten Schutz brauchen. Aber immer wenn es solche Katastrophen gibt, immer wenn es kriegerische Auseinandersetzungen gibt, dann sind es die Kinder, die am meisten darunter leiden. Insbesondere natürlich auch bei Flucht. Und da gibt es das Recht, dass man sich um die ganz besonders kümmert. Und natürlich haben auch die Kinder, die Beeinträchtigungen haben, die blind sind, die möglicherweise ihre Gliedmaßen nicht voll benutzen können, die sonstige körperliche Beeinträchtigungen haben, die haben ein besonderes Recht auf Fürsorge. Ja? Genau, oder dass man dann eben die Sachen zur Verfügung gestellt bekommt, damit einem das Leben erleichtert wird. Also wenn man etwa querschnittsgelähmt ist, wie du gesagt hast, dass diese Kinder dann etwa auch einen Rollstuhl bekommen, in dem sie fahren können. Oder dass sie besondere Schulen bekommen, wo sie dann auch ganz normal in die Schule gehen können. Dass die Schulen so eingerichtet sind, dass da nicht irgendwelche blöden Treppen sind, sondern dass man dann mit dem Rollstuhl auch hochfahren kann oder mit dem Fahrstuhl. Tatsächlich. Hier noch ein paar Zahlen, also dass das mit der Geschichte der Kindheit gar nicht so eine Erfolgsgeschichte ist, wie ich das am Anfang hier versucht habe deutlich zu machen, als ich euch diese Horrorszenarien von Rute und so weiter vorgestellt habe. Nein, tatsächlich, fast die Hälfte der Kinder auf dieser Welt leben ohne Geburtsurkunde. Wieso ist denn das so problematisch, so bedenklich, wenn ein Kind keine Geburtsurkunde hat? Ja, ihr wisst, unser ganzes Leben besteht irgendwie aus Verwaltung, aus Behörden. Wenn ein Kind im Grunde nicht nachweisen kann, dass es geboren wurde und welchen Namen es hat, dann existiert es ja eigentlich gar nicht. Und wie will man dann Rechte wahrnehmen, wenn man nicht mal nachweisen kann, wer man ist? Fast die Hälfte der Kinder auf dieser Welt hat keinen Zugang zu sauberen Toiletten. 30% der Kinder, 30% der Menschheit sind jünger als 14 Jahre, also tatsächlich merken wir daran auch, dass es ganz, 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 ganz viele Kinder sind oder ganz, ganz viele Teile der Menschheit, die hier entsprechend, deren Existenz rechtlich eben auch nicht gesichert ist. 12% der Kinder sind unterernährt oder leiden Hunger. Erst heute ging wieder eine Meldung durch die Zeitung und durch die medialen Kanäle, dass 30% der Kinder auf dieser Welt, also jedes dritte Kind auf dieser Welt, was unter 2 Jahren ist, unterernährt ist und mangelernährt ist. Dann hatte ich das ja schon gesagt, also dass das mit dem Recht auf Spielen und Freizeit gar nicht so selbstverständlich ist. Also tatsächlich 11% der Kinder, also wenn ihr jetzt mal durchzählt in eure Klasse, ihr seid jetzt also vielleicht 22 Kinder in der Klasse, jedes zweite Kind dabei, oder 2 Kinder aus der Klasse wären dann diejenigen, die arbeiten müssten und die eben kein Recht auf Freizeit haben. Und eben auch jedes 10. Kind auf dieser Welt, das keine Möglichkeit hat, in die Schule zu gehen. Jetzt wollen wir uns mal, weil wir ja unmittelbar vor der Wahl stehen, das wisst ihr, also am Sonntag gehen eure Eltern alle wählen, wollen wir uns dieses eine Recht, nämlich Recht auf Meinungsfreiheit und Mitgestaltung, nochmal ein wenig genauer anschauen. Also, habt ihr das Gefühl, dass ihr irgendwie mitbestimmen könnt? Hm?
Fängst du an? Ja? Ja? Wo denn zum Beispiel? Wo könnt ihr mitbestimmen? Ja? Okay, wenn man in der Schule Gruppenarbeit macht, okay, wo noch? Also du gehst am Sonntag zur Wahl und dann sagst du, ich will jetzt mal einen Wahlzettel und den will ich ankreuzen. Oder hast du schon Briefwahl gemacht? Okay. Ich mache mal weiter. Habt ihr schon mal was von Kinder- und Schülerparlamenten gehört? Gibt es das bei euch an der Schule? Gibt es so Schülersprecher und sowas? Ja? Ne? Gehen die nur hin, weil es dort in der Gruppe immer irgendwie grüne Limo gibt? Oder? Ja, du hattest dich ja vorhin schon gemeldet zu dem Thema. Was machen Schülerparlamente? Was machen Schülersprecher? Was machen Klassensprecher? Okay, sehr gut. Ja, was noch? Super. Mitbestimmen, was denn auf dem Schulhof neu gebaut wird, ob da ein Klettergerüst hinkommt oder ein Schaukelpferd oder was auch immer. Und eben tatsächlich, ob möglicherweise, ob da eine Mensa eingerichtet wird, ob es in der Mensa jetzt grüne oder rote Brause gibt oder was auch immer. Genau. Wer hatte sich noch gemeldet? Hier vorne hatte sich noch jemand. Hattest du dich noch gemeldet? Ja? Genau. Aber das macht er ja nicht nur für sich alleine, sondern ihr sagt ihm das ja. Ne, ihr geht dann hin und sagt dann, ich hätte jetzt gern, na, lieber die lila Brause. Dann gibt es halt die lila Brause. Natürlich könnt ihr auch in der Öffentlichkeit mitreden. Also ihr könnt mal rumgucken, die sind ja alle da, zum Beispiel die Ostsee-Zeitung oder hier der NDR, das Fernsehen. Könnt ihr denen mal sagen, also ich will jetzt mal meine Meinung sagen und das könnt ihr jetzt mal in der Zeitung schreiben. Könnt ihr mal tun. Also die sitzen ja da hinten, die Leute von der Ostsee-Zeitung. Sagt denen mal, wie ihr mitbestimmen wollt. Ihr könnt natürlich auch in die Öffentlichkeit gehen und mitdemonstrieren, also etwa bei Fridays for Future oder anderen Demonstrationen. Ihr könnt auch mitreden bei Stadtplanung, Schulgründung und so weiter. Und natürlich könnt ihr das auch zu Hause am Familientisch machen. Ne? Könnt ihr mit euren Eltern gemeinsam, also wenn es jetzt um die Frage geht, also fahren wir an die Nordsee, fahren wir in irgendeinem Vergnügungspark, fahren wir nach Italien. Bestimmt sind eure Eltern dann auch ganz dankbar, wenn die von euch mal ein paar Anregungen bekommen. Naja, dann ist aber die Frage, wie ist denn das tatsächlich in der Gesellschaft? Wie ist denn das mit diesen Regeln, wie wir sie vorhin etwa bei Mensch ärgerlich nicht besprochen haben, gelten denn wirklich für alle die gleichen Rechte? Und da müssen wir uns natürlich 4 Tage vor der Wahl mal richtig am Kopf kratzen. Denn, also du kannst vielleicht hingehen und kannst sagen, ich will jetzt mal einen Wahlzettel haben und füllst den aus. Aber dann werden die sagen, nö, zeig mir bitte mal deine Wahlberechtigung vor. Und diese Wahlberechtigung haben nämlich nur die, die schon 18 Jahre alt sind. Und da könnte man jetzt natürlich drüber diskutieren, soll etwa das Wahlalter herabgesetzt werden? Soll jetzt vielleicht ab 16 oder ab 14 gewählt werden? Oder ist es vielleicht so, dass die Eltern, die Erwachsenen, die Kinder haben, dass deren Stimme vielleicht mehr zählt bei der Wahl, weil die müssen ja schließlich für ihre Kinder mitbestimmen. Da gibt es noch ganz viel Nachholbedarf. Und dass das wirklich angezeigt ist, das sieht er etwa daran, dass Kinder doch eine andere Meinung haben als die Erwachsenen. Ich habe mal heute Morgen, das ist ganz tagesaktuell, habe ich mal von der sogenannten U18-Wahl die Ergebnisse rausgesucht. Habt ihr schon mal gehört von U18-Wahl? Da gehen nämlich die Kinder wählen, die Kinder und Jugendlichen, und geben ihre Stimme ab. Und dann merkt ihr auf einmal, das sieht ja alles ein bisschen anders aus als bei den Erwachsenen. Ich will jetzt gar nicht über die einzelnen politischen Parteien diskutieren, denn ich bin ja Beamter, ich darf ja auch nicht meine Meinung diesbezüglich öffentlich äußern. Aber auf ein was will ich euch aufmerksam machen. Schaut mal hier hinten. Da ist die Tierschutzpartei mit 5,65%.
Wenn Kinder wählen dürften, dann würde die Tierschutzpartei im Bundestag sitzen. Will ich nicht bewerten. Ich wollte euch nur mal die Unterschiede deutlich machen. Und das bedeutet nämlich, dass wenn Kinderrechte und die Kindermeinung viel intensiver wahrgenommen würde, dann hätten wir wahrscheinlich auch eine andere Meinungsbildung insgesamt. Und dass es darum eine ganz lange Diskussion gibt, welche Bedeutung Kinderrechte haben, das zeigt euch hier diese letzte Folie. Ich hatte euch ja erzählt, dass bereits im Jahre 1989, also vor über 30 Jahren, vor 32 Jahren, die UN-Kinderrechtskonvention mit diesen ganzen 54 Artikeln und diesen 10 Gesetzen, die wir uns hier, oder den 10 Rechten, die wir uns hier angeschaut haben, verabschiedet worden ist. Die ist zwar von Deutschland anerkannt worden, aber Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, hat dieses Gesetz nicht in das höchste Gesetz der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen, das sogenannte Grundgesetz. Andere Länder haben das gemacht, in Skandinavien beispielsweise, Finnland, Island. Diskussionen darüber gibt es auch in anderen Ländern, in Belgien, in Polen etc. Aber in Deutschland, obwohl sich die Politiker das vorgenommen haben, erst wieder vor 4 Jahren, als die letzte Bundesregierung sich zusammengeschlossen hat, die haben gesagt, ja, wir wollen Kinderrechte ins Grundgesetz. Aber die sind wieder dran. Die haben da ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist wieder nicht passiert. Und da geht es zum Beispiel darum, dass dann in das Grundgesetz, wo ja ohnehin ganz wenig von Kindern die Rede ist, wird dann etwa, soll aufgenommen werden, dass die Rechte der Kinder einschließlich des Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu achten und zu schützen sind. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Und das ist nicht so Pillepalle. Und dass das nicht so Pillepalle ist, das seht ihr etwa an den letzten Monaten, den letzten 18 Monaten. Also ihr kennt das ja alle. Schule oder keine Schule, Schule mit Maske, Schule mit Abstand. Wenn beispielsweise dieses verfassungsmäßige Recht der Kinder verankert worden wäre, dann wäre die Diskussion um die Schulschließung gar nicht so einfach gewesen. Denn dann hätte man das bei dem größten deutschen Gericht, dem bedeutendsten deutschen Gericht, dem Verfassungsgericht, diskutieren müssen. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass Deutschland jetzt nach über 30 Jahren die Rechte von Kindern auch in die Verfassung, in das Grundgesetz aufnimmt. Und diesen Satz, hinter diesen Satz mache ich 3 dicke Ausrufezeichen und bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Jetzt funktioniert unser Mikro hier. Einen ganz großen Applaus nochmal für Herrn Professor Bachmann. Also, wir beide haben hier, glaube ich, gerade ganz, ganz viele neue Sachen gelernt, die wir auch noch gar nicht wussten. Wie sieht es denn da bei euch aus? Habt ihr neue Sachen gelernt heute in der Vorlesung? Ja? Ja, hier vorne. Hast du was Neues gelernt? Ja, ganz viele Sachen. Und ich habe auch gesehen, ihr wusstet hier immer schon ganz viel. Die Mädchen hier vorne, ihr habt ganz viel gesagt. Es hat uns auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht. Auch wenn wir kleine Technikprobleme haben, ist ja schön, dass wir uns hier alle wieder vor Ort sehen können. Genau, und wenn die Regie, wir haben auch noch eine kleine Präsentation. Wir haben zwar nicht ganz so viele tolle Informationen, aber wir haben ein paar Bilder. Und da bräuchten wir die Wiebke, aber das ist gar nicht so schlimm, wenn wir das nicht sehen. Das ist nämlich nur die erste Vorlesung hier jetzt in der Kinderuni im Wintersemester. Es gibt noch ein paar mehr. Da kommt Wiebke schon angelaufen. Genau, und wenn es euch gefallen hat, dann hoffen wir euch natürlich wiederzusehen am 27.10. Und zwar geht es da um Bücher. Das Thema heißt Hallo Buch, Tschüss Alltag, von Büchern, die lebendig werden. Und da hoffen wir, dass wir euch dann alle wiedersehen können hier im Hörsaal. Genau, da sind wir auch gespannt. Vielleicht werden wir ja ein paar mehr. Aber das Ganze hat einen Vorteil, dass wir heute nicht ganz so viele sind für euch. Wenn wir hier der Hörsaal ganz voll ist, gibt das nämlich beim Rausgehen immer so ein ganz, ganz großes Gedränge normalerweise. Und da habt ihr heute das Glück,
Ihr dürft hier ganz entspannt auf der linken Seite rausgehen und dann dürft ihr oben die ganzen Treppen hochgehen und dann könnt ihr mal oben rauskommen und könnt euch da nochmal angucken, wie es aussieht. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß und wir würden uns freuen, wenn wir euch nächstes Mal wiedersehen. Tschüssi!